Hey, wunderschönen guten Tag. Zurück zu Lifeless Planet. Und wie man hier deutlich erkennen kann, ist er nicht lifeless. Sehr deutlich sogar erkennen kann. Hier gibt es einiges, was uns töten will. Oder zumindest, was sich selbst verteidigt dann. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie man das nennen will. Mit oh Mann, erschreck mich doch nicht. Ich wollte gerade sagen, mit deiner Hilfe werden wir rüberkommen. Und dann erschreckst du mich so, du Arschloch. Warum macht der das? Weiß ich nicht. Das sieht schon... das sieht schon richtig cool aus. Hm? Ja. Kommen wir hier irgendwo hin? Nee. Was ist das denn hier alles, ey? Schwer zu sagen. Das sind richtig krasse Gebilde hier. Ich weiß nicht, ob uns das was tut. Ich glaube ja nicht. Ich hoffe nicht. Weil dagegen könnte ich mich nicht wehren. Okay. Diabolidion. Hat die uns jetzt gewarnt oder hat die das heraufbeschworen? Mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Könnte beides sein. Alter! Alter! Okay. Alter! Boah, mein Gott, ey! Bei mir auf dem Headset ist das übelst laut und wenn das passiert, dann Junge, Junge, muss ich denn hier hin? Ich muss da hin. Aber der Teil wird mir dabei helfen. Alles klar. Hab's verstanden. Was? Danke. Boah, ist das laut? Ups. War ein bisschen unvorsichtig, glaube ich. Gerade mal gucken, wie spät es ist. Ich bin heute echt den ganzen Tag nur am Chillen. Ich bin heute, ich weiß gar nicht, irgendwann mittags angefangen mit dem Spiel. Und das ist immer noch derselbe Tag übrigens. Also ist immer noch alles an einem Tag aufgenommen. Oh, Moment. Boah, ich hau die ganze Zeit mit meinem fetten Bauch eigentlich nicht, eher mit meinem muskulösen Brustkorb dagegen. Ja, und jetzt ist es schon ein bisschen später. Ich wollte nur mal gucken, wie spät es gerade ist, weil ich habe das Gefühl, dass ich manchmal sehr laut bin und meine Nachbarn freut das vielleicht nicht so. Knappe Kiste. Knäppkes. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf jeden Fall runter, nur ich habe das Gefühl, dass das hier weh tut. Ne, ging. Da geht nirgendwo hin. Wir müssen hier weiter. Aua. Ja. Ich weiß, du musst das machen. Aber du hilfst mir ja auch. Danke sehr. Jetzt kann ich nämlich auf dir hochlaufen. Aha. Und mit dir weiterlaufen. Und du lässt mich dann rübergehen. Sehr, sehr, sehr schön, Jungs. Das habt ihr gut gemacht. Vielen Dank dafür. Also landschaftstechnisch ist das ja hier ständig. Da ist sie. Hey, hallo, hallo. Wie soll ich denn zu dir rüberkommen? Aua. Hey, du. Ist sie noch da? Ich glaube, sie ist weg. Hallo. Scheiße, jetzt müssen wir hier runter anstatt hoch. Wie ist sie denn so schnell da hingekommen, bitte? Kann ich fliegen oder was?
Also offensichtlich geht es hier nicht weiter. Da ist... Hä? Die war doch gerade da, oder nicht? Das ist ein Trick. Ja, ich wusste. What are you up to? Whoa! Ich weiß ja nicht genau, was uns hier gerade, This has gotta be some kind of a trap. Wir müssen einfach nur die Dinger ausweichen, oder? Vermeiden. Was war das denn bitte? Das Teil ist intelligent genug, um, spezifische Formen anzunehmen, die uns auch noch in die Irre führen sollen. Also der weiß, wonach wir suchen. Da wieder. Nicht hingehen, oder? Das, finde ich doch äußerst merkwürdig. Da wieder. Ich versuche da mal einzufangen, so ein bisschen. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, aber ich glaube nicht, dass man da großartig was drauf sehen kann. Aber warum macht er das? Also dieses Ding, was im Boden ist, ob das jetzt ein großes ist oder mehrere kleine, ich weiß es nicht. Scheinen auf jeden Fall, wenn, dann alle connected zu sein irgendwie. Aber warum macht er das? Warum? Alter, was ist denn hier los? Warum will uns das, es, er, sie, was weiß ich, so in die Irre führen? Alter, da geht die Spur lang. Da ist nochmal... Krass, ey, was ist denn hier los? Polarlichter oder was? Kann man da bitte nochmal machen? Hallo? Das sieht schon very nice aus. Aber warum ist das so? Und wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich zu der Dingen dahin. Zu der Dingen dahin. Zu der 5. Ist das Nummer 5? Okay. Aua. Mitten in der Nacht. Bin ein bisschen skeptisch, ob wir das hier... Das sieht da aus wie eine Falle. Looks like the portal creators recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Ja, das kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. Das из-за колебаний энергетической мощности, которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев с тех пор, как мы могли отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала, на какое-то короткое мгновение, я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Похоже, что строители портала перенастроили его на новую цель — их родную планету. Теперь нам лучше не стоит и пытаться путешествовать сквозь него.
Ja, ist fertig. Danke. Ich habe das Wort wieder. Aufgrund der Energieschwankungen im letzten Winter konnten wir das Portal nicht verwenden. Nach dem Unfall entschieden wir, ein paar Wochen zu warten, um zu sehen, ob sich das Portal stabilisiert. Das hat es nicht. Und es ist nun Monate her, seit wir jemanden durch das Portal transportieren konnten. Als ich gestern das Gerät überwachte, erlebte ich plötzlich etwas, das berauschend und erschreckend zugleich war. Durch das flackernde Licht des Portals sah ich für einen kurzen Moment eine fantastisch fremde Welt mit unglaublichen architektonischen Bauten. Es scheint, dass die Erbauer das Portal auf ein neues Ziel kalibriert hatten, ihren Heimatplaneten. Wir wagen es noch nicht, jetzt die Reise dorthin anzutreten. Ja. Wie gesagt, kann ich verstehen. Aber naja. Bis hierhin erstmal vielen Dank für Zuschauen. Und ja, danke für Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssen.